Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. So wie ihr gesehen habt, kann man in Datenbanken auch ganz gerne mal Daten eingeben. Daten, Zeiten, macht Sinn, wenn ihr irgendwie überlegen wollt, okay, wann hat sich der User registriert? Da brauchte man normalerweise irgendwie ein Datum. Und deswegen zeige ich euch heute mal, wie man mit Daten in PHP umgeht. Das Ganze ist eigentlich nicht wirklich schwer. Wir haben eine schöne Funktion, die nennt sich Date. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Echo reinschreiben. Und wir werden das Ganze jetzt nicht mehr auf der Datenbank machen. Da wisst ihr im Prinzip schon alles, was ich euch irgendwie zeigen müsste oder sowas. Falls ihr aber natürlich irgendwelche Fragen habt, könnt ihr wie immer irgendwelche Kommentare schreiben oder mir eine PN schreiben. Dann mache ich dazu vielleicht sogar noch ein Video. Gut, sehr schön. Jetzt machen wir erstmal ein Echo und das aktuelle Datum. Also wir wollen raushaben, was heute für ein schönes Datum ist. Und da werdet ihr mal wieder sehen, wie früh ich eigentlich meine Videos tatsächlich aufnehme, nur damit ich auch wirklich regelmäßig das ganze Zeug machen kann. Immer wenn es um Daten geht irgendwie. Okay, wobei bleiben wir beim Deutschen. Heute ist... So, und jetzt kommt hier hinten rein die Datumsfunktion. Eigentlich gar nicht schwer, einfach Date. Und hier seht ihr schon eine riesige Beschreibung. Je nachdem, wie groß eure Beschreibung ist, findet ihr alles oder auch nichts. Oder wenn ihr einfach nur das Ganze im Texteditor schreibt, findet ihr wahrscheinlich gar nichts. Aber ihr könnt ja mal einfach durchlesen dann, wenn ihr Zeit und Lust habt. Da gibt es eine ausführliche Beschreibung. Ich zeige euch natürlich nur die wesentlichen Aspekte, die man hier in der Formatierung vom Datum drin haben kann. Okay, was wollen wir also machen? Wir geben das ganze Ding an als Y. Ne, halt, stopp. Wir geben das ganze Ding im deutschen Format an als Tag, Monat und Jahr. Also Tag, Monat, Jahr. So, dann gibt es noch Leute, die haben ganz gerne hier Punkte dazwischen. Das können wir natürlich auch sehr gerne machen. Also der x-te des x-ten Monats im Jahr so und so. Und ich glaube, das ist die Formatierung, die die meisten von euch am liebsten haben. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal so ausführen. Heute ist der 1.8.2016 und das ist sogar tatsächlich sehr akkurat. Gut, und jetzt schauen wir mal, wie spät ist es denn noch? Beziehungsweise, wir könnten natürlich auch noch mehr machen. Wieso eigentlich? Wir machen jetzt hier hinten dran noch die Uhrzeit. Das heißt, wir sagen, ein Bindestrich soll dahin und dann hätten wir ganz gerne die Stunde. Wir wollen das Ganze im 24-Stunden-Format haben. Also ich weiß nicht, wie es euch lieber ist. Ich habe es gerne im 24-Stunden-Format, deswegen das große H. Wenn ich es im kleinen H mache, dann wird es 12-Stunden-Format. Also 24 Stunden, Doppelpunkt. Dann hätten wir ganz gerne die Minuten normalerweise. Warum auch immer die mit I drin sind, weil I wie Minute und so ist ja ganz intuitiv. Und dann natürlich die Sekunden. So, und dann könnt ihr, falls ihr es im 12-Stunden-Format habt, könnt ihr noch ein A hinten dran hängen, dann ist es AM bzw. PM kommt dann hinten dran. Aber da wir hier im 24-Stunden-Format sind, brauchen wir das nicht. So, und dann haben wir hier 14.37 Uhr und 9 Sekunden, akkurater als meine PC-Uhr, weil ich keine Sekunden an meinem PC habe. Okay, macht nichts. So, sehr schön. Das heißt, wir haben heute den 1.8.2016, 14.37 Uhr. Also zumindest, wenn ich gerade das Ding aufnehme. Wenn ihr es seht, dann ist es wahrscheinlich schon deutlich später. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Sachen. Und zwar dieses Date. Das kreiert euch ja nur ein aktuelles Date, um so vielleicht in die Datenbank reinzuschreiben. Jetzt ist es aber nicht unbedingt so sinnvoll, sich immer das jetzige Date rauszulassen. Und deswegen kann man hinten dran noch eine Timestamp reinschreiben. Und das ist das Format, was normalerweise eben gespeichert wird in eurer Datenbank. Das heißt, ihr habt hier normalerweise überhaupt kein Date in diesem Format, das ihr in eurer Datenbank speichert oder sonst irgendwo mit rumhantiert, sondern nur zum Ausgeben benutzt ihr dieses Date. Und ansonsten arbeitet ihr mit Timestamps. Timestamps sind die Sekunden seit dem 01.01.1970 um 0 Uhr. Also quasi Beginn der Zeitrechnung, nicht ganz, aber ungefähr. Also Sekunden, wirklich Sekunden seit diesem Zeitpunkt. Und die kann man umwandeln, logischerweise, in Stunden, Minute, Tage, Jahre und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich sehr aufwendig, deswegen gibt es diese wunderbare Date-Funktion. Aber wenn ihr einfach nur die Timestamp haben wollt, zum Beispiel um in eure Datenbank das Ganze einzutragen, dann krallt ihr euch normalerweise die Timestamp, indem ihr einfach sagt, Time, Klammer, Klammer, fertig. So, das Ganze liefert euch einen Integer zurück und so könnt ihr das Ganze auch wirklich sehr gut speichern. So würde ich euch das auch wirklich empfehlen. Wir führen es jetzt einfach mal aus, dann sehen wir dieses wunderbare Timestamp-Teil hier. Das ist die Timestamp, das sind die Sekunden seit 1970, 1.1. 0 Uhr, 0 GMT. Genau.
Und das könnt ihr jetzt auch in die Date-Funktion reinpacken. Also wenn wir jetzt wieder unsere Date-Funktion hier reinschieben, dann können wir hier hinten dran als zweiten, Parameter die Time stecken. Und hier könnt ihr dann jegliche Timestamp reinstecken. Das ist jetzt die aktuelle Timestamp. Das ist so, als hättet ihr gar nichts gemacht, also als hättet ihr Time rausgelassen. Aber ich zeige euch gleich einen Fall, wo wir das durchaus brauchen können. Führen wir das erstmal aus. Jetzt haben wir 1.8.2016, 14.40 Uhr. Ihr seht, ich habe das Video kurz pausiert. Ach, das ist doof, dass man das alles so sieht. Naja, gut. Genau. Und wenn wir jetzt diese Timestamp von hier kopieren, achso, die habe ich nicht mehr drin, dann gebe ich jetzt hier nochmal die Timestamp aus, pausiere euch nochmal und dann führen wir das in ein paar Minuten nochmal aus. Dann kopieren wir uns diese Timestamp hier jetzt mal. Ihr wisst ja, jetzt war es gerade 14.40 Uhr und ich pausiere euch jetzt erstmal. So, jetzt geht's weiter. Wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann sehen wir, es ist 14.41 Uhr und 49 Sekunden. Und wenn ich jetzt hier allerdings, wenn ich hier diese Timestamp reinpacke, die ich hier in meinem Zwischenspeicher habe, die von 14.40 Uhr, dann kann ich meine Zeit aktualisieren. Wir sehen hier wieder, wir haben das alte Datum, das kriegen wir zurück. Das ist sehr praktisch, sehr nützlich und ja, diese Timestamp packt ihr dann einfach in eure Datenbank rein und so könnt ihr anhand von einem einzigen Integer schon relativ simpel rausfinden, wann sich der User registriert hat, sogar die exakte Uhrzeit und die Sekunden. Und das einfach nur über einen Integer. Und formatieren müsst ihr das Ganze nicht mal richtig, ihr könnt einfach die Timestamp benutzen zum Rechnen, zum Sekundendifferenzen oder sowas berechnen, also wie lange war zwischen jetzt und vor ein paar Sekunden. Dann rechnet ihr einfach diese Time Difference, also größeres minus kleineres, dann habt ihr was Positives. Und dann könnt ihr ausrechnen, wie lange ist der User schon registriert oder sowas und könnt damit richtig viel Spaß haben. Sehr schön, das war's erstmal von meiner Seite zu Date und Time. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr dazu. Aber ich denke, mit den paar Funktionen kann man schon alles machen, was man irgendwie braucht. Wegen den Formatierungen, hier würde ich euch empfehlen, schaut mal auf der offiziellen PHP-Seite nach. Da stehen so ziemlich alle Formatierungen drin. Ich finde, das hier sind die wichtigsten. Wie gesagt, wenn ihr klein H schreibt, dann ist es eine 12-Stunden-Sache und dann einfach ein A hinten dran, dann habt ihr AM oder PM hinten dran stehen. Gut, brauchen wir aber in unserem Fall nicht, weil wir das Ganze gerne so haben. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar natürlich auch und so weiter und so fort. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.